Herzlich willkommen zum Kurs Einfacher wissenschaftlich arbeiten mit Literaturverwaltungsprogramm, zusammengefasst in einem Überblick. Mein Name ist Christina Wenzel aus der SLUB Dresden und ich werde Sie durch diesen Kurs begleiten. Literaturverwaltungsprogramme unterstützen Sie in jedem Punkt des wissenschaftlichen Arbeitens, egal ob Sie sich noch im Bereich der Themenfindung befinden, sich in das Thema einlesen, vielleicht eine erste Gliederung erstellen oder sei es bei der Informationsbeschaffung über das Internet, in Bibliotheken, in Datenbanken oder auch über eigene Versuche oder Studien, die Sie auswerten. Sie verarbeiten die Informationen, indem Sie sie lesen, exzerpieren, also mit eigenen Worten zusammenfassen, auswerten. Dann geht es ans Schreiben, an die Textproduktion. Hier benötigen Sie mit Sicherheit einen ganz bestimmten Zitierstil, nach dem Sie arbeiten müssen, und Sie haben bestimmte formale Kriterien, an denen Sie sich orientieren müssen. Der Punkt der Veröffentlichung betrifft nicht nur das Einreichen einer Publikation bei Verlagen oder das Einstellen einer Schrift in ein Repositorium Ihrer Bibliothek oder Ihrer Universität, sondern eigentlich auch den Moment, wo Sie das Ihrem Betreuer zur Bewertung vorlegen. Auch das ist eine Art der Veröffentlichung. Welchen Mehrwert Sie durch die Literaturverwaltung erreichen, das sehen Sie hier. Zum einen dokumentieren Sie in einer strukturierten Art und Weise Ihre Recherchen, legen sämtliche Ergebnisse Ihrer Suche in dem Literaturverwaltungsprogramm ab. Sie organisieren sich diese Informationen, indem Sie Unterordner bilden, wo Sie die Informationen ablegen, sie aber eben einfach auf einen Blick zusammen haben. Des Weiteren unterstützen die Literaturverwaltungsprogramme im Auswertungsprozess Ihrer Literatur. Das heißt, Sie organisieren mit diesem Programm Ihr Wissen, was Sie neu erwerben. Sie werden während des Schreibprozesses unterstützt mittels unendlich vieler vorgefertigter Zitationsstile. Im Schnitt können Sie ungefähr 8.000 bis 10.000 verschiedene Stile in einem Literaturverwaltungsprogramm erwarten. Und die Programme helfen Ihnen auch bei der Zusammenarbeit mit Kollegen oder Kommilitonen, indem Sie an einer Literatursammlung weiterarbeiten oder einfach Ihr Wissen mit anderen teilen. Auf dieser Folie sehen Sie eine Auswahl der Programme, die Sie im Moment auf dem Markt finden werden. Im Rahmen des heutigen Kurses werde ich etwas gezielter auf die Programme Zotero, Citavi und Mendeley eingehen. Aber auch alle anderen sind eigentlich einen Blick wert. Das Programm EndNote, im Moment in der Version X9 zu haben, wird sehr gerne von den Medizinern verwendet oder auch den Psychologen. Das hat sich dort als Standard durchgesetzt. Das Programm Papers ist speziell auf die Bedürfnisse von Mac-Usern zugeschnitten. Es gibt Programme wie JabRef, die sich an die Klientel richten, die in erster Linie ihre Arbeiten mit LaTeX oder einem anderen Tech-Editor schreiben. Es gibt Programme wie Bibsonomy, die nicht so sehr darauf ausgerichtet sind, dass sie individuell mit dem Programm arbeiten, sondern sich eher so im Austausch befinden und das, was sie an Literatur gefunden haben, auch mit anderen teilen möchten. Und so hat eben jedes Programm bestimmte Vorteile und bestimmte Nachteile. So, hier haben wir was zur sogenannten Software-Typologie. Sie sehen es selber, in was für Kategorien ich das Ganze jetzt hier eingeteilt habe. Für einige mag es eine Rolle spielen, ob Sie auf Ihre Daten von überall her zugreifen können oder ob Sie die direkt auf Ihrem eigenen PC abrufen wollen. Da gibt es dann jeweils entsprechende Anwendungen, die dafür empfohlen sind. Wiederum ist ein Kriterium, ob das Programm kostenpflichtig ist oder ob ich es kostenfrei verwenden darf. Für manche ist der Punkt Open Source ganz wichtig. Das wäre bei Programmen wie Zotero oder JabRef der Fall.
Das bedeutet einfach, dass dort sehr viele Entwickler im Hintergrund am Werk sind und diesem Programm immer mal wieder ein nettes Feature angedeihen lassen. Die Betriebssystemabhängigkeit oder auch Unabhängigkeit ist für manche eine große Frage. Beispielsweise Citavi steht in erster Linie nur den Windows-Usern unter ihnen zur Verfügung. Für Mac gibt es eine Variante, die aber sich eher kompliziert in der Anwendung gestaltet. Oder aber Sie gehören zu den LaTeX-Anwendern, dann ist eines der hier drei genannten Programme für Sie das Mittel der Wahl. Schreiben Sie eher mit Word oder mit LibreOffice oder mit einem anderen Texteditor, wäre vielleicht eher EndNote oder Zotero was für Sie. Es gibt gewisse Standardfunktionen, die jedes Programm erfüllen sollte. Dazu gehört beispielsweise eine einfache Datenübernahme aus einer Datenbank oder aus einem Bibliothekskatalog hinein in das Literaturverwaltungsprogramm. Es sollte nach Möglichkeit eine Schnittstelle zwischen der Literaturverwaltung und Ihrem Word oder Ihrem LibreOffice geben. Sie sollten Unterstützung beim Zitieren erfahren. Sie sollten nachträglich Volltexte recherchieren können, beispielsweise zu Zeitschriftenartikeln oder Konferenzbeiträgen, die Sie in Ihrer Sammlung enthalten haben. Die Literaturverwaltung sollte den Unterschied zwischen Fußnoten kennen oder dem Kurzzitat im Text und sollte Sie nach Möglichkeit auch bei Ihrer Wissensorganisation unterstützen.